Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Trailer-Reaction, wo ich auf einen Trailer reacte und ihn mit euch ein wenig analysiere. Und es geht wieder um Meltan, das mysteriöse neue Pokémon, was wir ja im letzten Trailer bereits gesehen haben. Und ich würde sagen, wir jumpen einfach mal in den Trailer. Oh wow, ein Moment. Okay, perfekt. Viel Spaß. Why haven't we found a single Meltan since then? Is there some special condition we're missing? Hello again, Willow. Es gibt keine Meltan mehr im Pokémon Go, ne? Professor Oak. Exciting news. I've made a new discovery. A new discovery? Well then, let's hear it, Professor. I found this mysterious box at the same location that ancient text came from. But, well, when I opened it, there was only some sort of rusty lump of metal inside. A rusty lump of metal? However, this metal lump is composed of the same elements as Meltan. You recall that ditto you sent me the other day? It still remembered Meltan's form. That's what helped us confirm this fact. Yes. I do recall that Ditto did have a knack for remembering Meltan, although I don't think it quite nailed the finer details, sadly. So, how about it, Willow, my boy? Are you thinking what I'm thinking? Professor, any possibility you could send me that mystery box? That's exactly the quick thinking I'd expect from you! Professor Oak? The mystery box has arrived. Splendid! I think you know what to do next. Right. Here goes nothing. Eine mystery box. Was mag das wohl sein, Alter? Wow! A wild Meltan appeared! We did it! We did it, Willow, my boy! Well, Professor, it would seem that our hypothesis was correct after all. Indeed. We needed a spot that was similar to the habitat of the Pokémon as mentioned in that text. In other words, instead of my laboratory. We needed to open the mystery box where I am now, out in nature. This caused the rusty metal lump to react inside the box. Consequently, the mythical Pokémon Meltan appeared right before us. I dare say this is a discovery worthy of a Pokémon Science Award. Yo, man bekommt so eine mystery box und dann muss man... Look here. There are Meltan everywhere. What in the world? Who would have guessed there could be this many Meltan to Muss be found? Man Pokémon Go Seems raus like in we're die Natur in nehmen, some more research. Um ein Meltan zu erhalten. Professor, the box, it closed on its own. Oh, I almost forgot to mention. I'm not sure why, but the box, for whatever reason, just closes after a while. I tried everything I could think of, but the only way to get it open is to wait, it seems. So, sorry. Oh, well... You could have warned me, Professor. I know. Sorry. Anyway, I've got a mission for you, Willow, my boy. I want you to open the mystery box and gather as many Meltan as you can. It'll take some time, but you can do it. I'll do my also best. Man bekommt, this is quite the accomplishment, my boy. Our research results man bekommt will be immer a joint mal wieder publication, ein Meltan. Huh? Oh, thanks. I'll be in touch. Man kann die Box alle... Professor Oak never rests. Ein paar Tage oder so mal öffnen und dann gibt's einen Meltan. Und man braucht offenbar ein paar davon. You agree too, don't you? Meltan. Aber wozu? To be continued. Interesting. Okay, Freunde, wir gucken uns noch den japanischen Trailer an, weil der japanische immer ein bisschen länger geht als der englische. Ne, der japanische geht 2 Minuten, der englische nur 1:40 oder so. Vielleicht finden wir hier ein paar mehr Infos zu, was man mit diesem Meltan tun kann. Man bekommt täglich oder wöchentlich oder alle paar Tage mal einen Meltan, wie es scheint, im Pokémon Go. Das ist jetzt meine Vermutung. Wozu?
Okay, sie haben Angst vor Hitze, ne? Stahl-Pokémon. Und da sind jetzt ganz, ganz viele Meltan. Aber richtig was über diese Pokémon erzählen tut uns der Trailer nicht, ne? Außer, dass man sie sieht. Das ist wirklich ein Kabel, was der da hinten hat, ne? Als Schwanz. Die sehen schon cute aus. What? Was war das am Ende? Okay, vielleicht im englischen Trailer steht, was da passiert. Ah, ja, ja, hier steht's auf Englisch, anstatt auf Deutsch. Ah, das sind Notizen zur neuen, also zu Meltan, zur neuen Spezies. Okay, also hier erfahren wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, sie werden von metallenen Gegenständen angezogen. Sie haben Angst vor Feuer. Sie are made out of some kind of liquid metal. Okay, ja, das wissen wir ja bereits. So sieht's ja auch aus. They love all kind of metal, but they seem to like to absorb it. They sure can cause trouble. Okay. Curious little things. Was stand da? Someone like them. Okay. Ja, diese Pokémon, die erschienen sind. Es scheint. Dass sie Meltan heißen. Wo scheint das so? Entweder weiß man das oder man weiß es nicht. But that's not all. Die schlafen alle zusammen. I think Meltan still holds a greater secret to be uncovered. Oh. Okay, also wenn viele Meltan zusammen sind wie hier. Digga, was ist das? Das sieht aus ein bisschen wie Regirock oder Zygarde in der Perfect Form, also so ein Riesending mit breiten Schultern. Also der Kopf ist immer noch normales Meltan, ne? So ein Zahnrad und das Auge in der Mitte. Okay, also wir sehen jetzt schon mal einen Schatten von der Verwandlung. Ich nehme einfach mal an, das ist eine Fusion zwischen verschiedenen Meltans. Ich meine, Magneton ist ja nichts anderes als eine Fusion zwischen Magnetilos. Ist aber bei Stahl-Pokémon nichts allzu Außergewöhnliches. Auch Klick-Di-Klack und so, ne? Ist sogar fast genau dasselbe Pokémon, auch ein Zahnrad-Pokémon. Aber warum ist das ein Mystery-Pokémon? Also das muss ja irgendwie wichtig sein, oder? Ich meine, mysteriöse Pokémon sind ja fast so wichtig quasi wie legendäre Pokémon oder sind auf selber Stufe. Was ist das Geheimnis von Meltan? Und ich meine, es kann ja nicht nur einfach eine Entwicklung sein. Das wäre ja lame, oder? Also wenn, oh, es hat eine Entwicklung, es kann sich fusionieren, wow. Das wäre ja mega lame. Das müsste ja auch irgendwie einen Zweck haben oder irgendwie einen Anteil in der Geschichte. Dieses Meltan. Ha, vor allem, wie es aussieht, können wir ungefähr uns vorstellen. Wahrscheinlich hat es einen silbernen Körper mit so einem Goldring als Kopf oder so. Aber was tut man mit diesem Meltan? Also man kann es offenbar bekommen, wenn man so eine Box bekommt. In Pokémon Go, schätze ich jetzt einfach mal, denn Professor Eich konnte es in seinem Labor nicht öffnen. Er musste es in die Natur schicken zu Professor Willow. Das heißt, man bekommt entweder eine Box im nächsten Pokémon-Spiel oder im Pokémon Go, die man öffnen kann. Daraus bekommt man einen Meltan und dieses Meltan kann man wahrscheinlich wiederum
zu Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli schicken oder transferieren, weil man es ja auch in dem Spiel selbst sieht. In dem Spiel selbst wird es sich dann wahrscheinlich entwickeln können in dieses Mega-Meltan oder Ultra-Meltan oder keine Ahnung, was das für ein Ding sein soll. Aber um was zu tun? Wir haben absolut keine Ahnung, was dieses Meltan überhaupt tun will. Alright. Ich glaube, das war's für den momentanen Trailer. Mehr sehe ich nicht. Ja. Game Freak, Pokémon Company, geht nur sehr vorsichtig und rar mit Informationen zu Meltan um. Ne? Vielleicht gibt's da auch gar nicht so viel zu sagen, aber allein aufgrund dessen, dass Meltan schon irgendwie 4 Trailer bekommt, heißt für mich, dass es schon ein sehr wichtiges Pokémon ist und dass es eigentlich eine tragende Rolle in den nächsten Pokémon-Spielen spielen wird. Oder zumindest bei Pokémon Go. Ich hab keine Ahnung. By the way, ich hätte richtig Bock auf dieses Brot gerade. Aber das nur nebenbei. Das Brot sieht delicious aus. Ja. Keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne eure Predictions in die Kommentare schreiben, wie immer. Seid ihr wahrscheinlich auch wieder schlauer. Ne? Auch beim letzten Trailer habt ihr mir wieder ein paar Sachen gezeigt oder erklärt, die ich noch nicht wusste. Ja, nun geht's also gar nicht mal mehr so lange, bis Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli rauskommen, meine Freunde. Und dann wird's hier ein Let's Play geben auf dem Kanal. Und dann werden wir definitiv mehr wissen zum Pokémon Meltan. Das war's für das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Abonniert den Channel. Und guckt in die Premiere rein. Ne? Das haben wir heute zum ersten Mal getestet. Es hat mega Spaß gemacht, mega Bock gemacht, live den Part zu verfolgen mit euch, der Community zusammen. Und folgt auf Twitch. Ne? Da werden wir wieder live streamen in nächster Zeit. Ark um Pokémon und Overwatch. Und vieles weiteres noch. By the way, folgt auf Twitter. Und auf Instagram, falls ihr meine Instagram-Stories sehen wollt, die ich hier mache. Zu meiner neuen Wohnung. Die man jetzt nicht sehen kann. Bis dann!